Wozu Grammatik? Der Mensch möchte alles, was er erlebt und erdenkt, mitteilbar machen, also zur Sprache bringen. Und so schwillt der Wortschatz ständig an. Er wäre nicht mehr zu bewältigen, hätte der Mensch nicht auch noch die Grammatik, das kombinatorische Prinzip, erfunden. Nehmen wir das Vergleichen. Wir stellen fest, dass etwas gut ist, etwas anderes aber noch besser ist. Hier haben wir noch zwei Wörter. Aus gut wird besser. Ansonsten haben wir für den Vergleich ein gut funktionierendes Programm. Arm, ärmer, reich, reicher, schön, schöner und so weiter. Wir brauchen also nicht immer neue Wörter, sondern nehmen bekannte Wörter und verändern etwas daran auf regelhafte Weise, sodass das Wort noch erkennbar bleibt. Ein Kind wird folglich ein Wort wie hässlicher auf Anhieb verstehen, auch wenn es dies Wort in seiner Steigerungsform noch nie gehört hat. Hören wir, wie Mia diese Regelmäßigkeiten erkannt hat, obwohl ihr diese nicht bewusst sind. Also, ich sage, das ist weit genug. Und du sagst dann, nein, noch weiter. Okay. Also, das ist heiß genug. Nein, noch heißer. Das ist groß genug. Nein, noch größer. Das ist klein genug. Nein, groß. Nein, noch kleiner. Nein, noch kleiner. Das ist scharf genug. Nein, noch schärfer. Das ist warm genug. Nein, noch wärmer. Das ist billig genug. Nein, noch billiger. Das ist teuer genug. Nein, noch teuer. Teurer. Noch teurer. Gut. Das ist würzig genug. Nein, mehr würzig. Gut, oder noch würziger. Noch würziger. Das ist salzig genug. Nein, noch salziger. Das ist deutlich genug. Nein, noch guter. Ah, ach so, noch besser, noch deutlicher, ja? Noch deutlicher, schön. Das ist leise genug. Nein, noch leiser. Das ist laut genug. Nein, noch lauter. Das war schon böse genug. Nein, noch böser. Oh, das war gut genug. Nein, noch guter. Nee, weißt du, was man sagt dann? Noch besser. Noch besser. Ja. So, ja. Empfehlenswert. Das ist empfehlenswert genug. Nein, noch besser. Noch empfehlenswerter. Nein, noch. Empfehlenswerter. Was heißt das? Jo, dass man das kaufen soll zum Beispiel. Das war. Nein, noch mehr kaufen. Aha. Das ist angenehm genug. Nein, noch angenehmer. Das ist freundlich genug. Nein, noch freundlicher. Noch was? Noch freundlicher. Freundlicher? Ja. Ja, noch freundlicher. Also muss ich jetzt das Theater. Okay, dann machen wir Schluss. Meine Vorgaben klingen natürlich. Und so klingt auch Mias gespielter Protest ganz natürlich. Man beachte, dass Mia die Umlaute beherrscht. Aus groß wird größer, aus scharf schärfer. Auch andere lautliche Anpassungen sind problemlos. So wird die Vorgabe billig, das Sch, automatisch zu billiger. Hochinteressant ist die Form mehr würzig. Mia bricht an dieser Stelle ganz unvermittelt aus dem deutschen Schema aus und wählt eine Form, die in anderen Sprachen wie etwa im Französischen Standard ist. Wahrscheinlich hat sie die Form noch nie gehört. Sie ist ihre eigene Schöpfung. Sie spricht noch keine Fremdsprache. So kann man darüber ins Grübeln geraten. Die Sprache ist ja nicht fertig vom Himmel gefallen. Sind es die Kinder, deren kreative Impulse die Grammatikalisierung, das heißt die grammatische Durchgestaltung der Sprachen, vorangetrieben haben? Die Grammatik, das kombinatorische Prinzip, ist ein Alleinstellungsmerkmal der Menschensprache.